Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, wo wir den Sound ein bisschen lauter stellen müssen, dass wir es vernünftig hören. Deswegen hört ihr schon das Flügelschlagen von meiner Eule hier. Und zwar handelt es sich um eine Spieluhr, und zwar die Spieluhr der Prachtmeers. Und diese bekommen wir aus der Paragon-Kiste der Prachtmeers. Wer jetzt nicht weiß, was die Paragon-Kiste ist, kann ich das kurz erklären. Und zwar ist es so, ihr müsst eine Fraktion, und zwar ist es hier die Prachtmeer-Admiralität bei der Allianz. Also das ist ein Toy, das ihr euch nur durch einen Allianz-Char spielen könnt, aber es auch quasi bei einem Horden-Char einsetzen könnt, sobald ihr es euch erspielt habt. Da müsst ihr euren Ruf auf ehrfürchtig bringen, und sobald ihr das auf ehrfürchtig habt, könnt ihr nochmal 10.000 extra Ruf erspielen und bekommt dann eine sogenannte Paragon-Kiste. Wenn ihr die aufmacht, habt ihr eine geringe Chance, dass ihr diese Spieluhr unter anderem rausbekommt. Und ich habe jetzt gut über 10 Kisten aufgemacht, also über 100.000 extra Ruf gefarmt, um mir dieses Toy quasi holen zu können. Wie ihr das am besten fahren, kann ich auch kurz erklären. Und zwar gibt es eigentlich zwei Hauptwege, an den Ruf zu bekommen. Einer der Wege ist einfach quasi die Emissary-Kisten zu machen. Das sind die, die alle paar Tage hier auftauchen. Habt ihr jedes Mal eine andere. Jetzt mache ich das mal klein, dass ihr das auch vernünftig seht. Also hier unten die Emissary-Kisten. Wenn ihr da eine absolviert, bekommt ihr 1500 Ruf und ihr müsst halt die für die Prachtmeer-Admiralität machen, also sprich im Terragardesond, und bekommt dann die 1500 Ruf plus die, den Ruf, den ihr für die einzelnen Worldquests bekommt. Und das sind immer 75. Ich würde euch nicht raten, jede einzelne Worldquest jeden Tag zu machen. Das kann man machen, ist aber ein Haufen Aufwand für relativ wenig Ruf im Verhältnis. Zusätzlich kann man sich dann noch so einen Vertrag drauf basteln, wo man für jede Quest nochmal zusätzlich 10 Ruf kriegt. Die kosten nicht viel, bringt zwar jetzt auch nicht übermäßig was mit 10 extra Ruf, aber es ist natürlich alles ein bisschen was, was sich ansammelt. Und das andere, was ich noch empfehlen kann, bei eurem Missionstisch hier auf dem Schiff könnt ihr auch Missionen losschicken, die auch quasi Ruf bringen. Die solltet ihr mal mitnehmen und dann am besten die für die Prachtmeer-Admiralität, wenn ihr zum Beispiel das Toy haben wollt. Es gibt dann natürlich auch Worldquests, wo die extra Ruf bringen. Die kann man natürlich dann auch immer mitnehmen. Das kann sich rentieren. Und einmal das Gebiet durchquesten sollte sich von selbst erklären. Da bekommt er natürlich auch Ruf. So, jetzt schauen wir uns das Toy einmal an. Und zwar haben wir hier so eine Spieluhr, die können wir aufstellen. Die soll irgendwie das Symbol der Prachtmeers drauf haben, heißt es. Aber irgendwie sehe ich jetzt da nur so eine komische Kiste. Ich sehe jetzt da kein Symbol, um ehrlich zu sein. Und wir klicken es mal an. Ich meine, das ist der Song, bei dem Jaina Warbringer-Gedingse war der, glaube ich, auch drin, den Jaina singt, meine ich, dass sich das so ähnlich von der Melodie anhört. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Das war es eigentlich schon, mehr macht das Ding nicht. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt kein Wappen der Prachtmeister drauf. Für mich ist das jetzt eher eine Kiste, die man anklicken kann, aber gut. Zumindest steht es so in der Beschreibung. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euch Ella, bis zum nächsten Mal. Ciao.